ein wenig arg nass hier, der Weg. Steil. Aber schön. Hallo. Macht doch Spaß. Jetzt geht's da wieder bergab. Ah, da ist die Drift-Bergstation von der Bahn. Und dann geht's auf der anderen Seite wieder hoch noch. Also zur Driftbrücke geht's auf jeden Fall. Aber ob ich die Drifthütte schaffe, glaube ich nicht. Weiß ich nicht. Mal gucken. So, noch einmal ein Rückblick auf den Weg zur Drifthütte oder Driftbrücke. Schöner, interessanter Weg. Der ist heute nach Kandersteg gefahren oder fährt heute. Ja. Gell? Ciao. So wäre der Weg bequem. Fußbad. Aber es geht oft so über Geröll und Stein. Ja, ist schön, aber zeitaufwendiger. Jetzt bin ich gerade auf der einen Seite von der Driftbrücke. Da fängt sie ja an. Geht an dann über. So, jetzt gehen wir mal da drüber. Schwankt ein bisschen. Also Konrad, der Seppel, ne? Und Pferd im Rossmetzger. Hallo. Weiter. Ist eigentlich gut machen. Wenn sie nicht abbricht, ist das kein Problem. Man läuft sehr gut darauf. Einwandfrei. Warte, mal anhalten in der Mitte. Hä? Mal da runter. Schwankt leicht, klar. Wenn da einer das nicht vertragen kann. Jetzt kommt dann die Sonne. Also man kann da freihändig laufen, man muss sich nicht unbedingt halten. Also, mir tut's es. Wenn natürlich einer da Sabotage macht,
und die Seiler ansägt und die Schraube aufmacht, dann sieht es natürlich anders aus, ne? Oh, jetzt geht es aber schön den Berg hoch. Ulu. Oh. Steigt ganz schön. Auch dieses offizielle Driftgletscher-Foto von unten, gell? Mit dem Driftsee. Und hier das Driftwasser, das da wieder rausgeht. Wups. Wupp. Das steigt ganz schön an, mein lieber Mann. Uhu. Leck mich. So, hätten wir's. Also das ist nicht ein Weg, wo man schnell laufen kann, so wie für mich. Das ist zeitlich nicht machbar. Muss ich 2 Stunden früher gehen das nächste Mal. Es war gesichert mit Kette. Ist ja ganz gut, ne? Aber wie gesagt, da kannst du nicht rennen. Ne? Und dann noch die Leiter und so, das kostet ja Zeit. Hallo, kannst ja nicht nachhupsen. Oder nicht? Das geht nicht. Aber bis zum Wasser gehen wir hinüber noch. Ja, bitte. Und da kommt ja nochmal eine Leiter. Jetzt erstmal wieder der Berg ab. Ja. Ja, das ist nicht ganz so schnell zu machen. Du musst da drüber, musst ja an den Stein halten. Bei Gott nochmal. Mit der Kamera in der Hand ist es nicht gerade so ideal, will ich euch mal sagen. Und tschau, tschau. Ne? Muss man gutes Vertrauen haben, hä? Ja. Wollen wir mal festspannen. Im Anton sein Brot in Oberhasli an der Driftbrücke. Hä? Zappalotti. Immer da hocke ich mich hin. Da hocke ich mich halt hin. Ja. Also ich habe die Tour abgebrochen, weil der Zeitaufwand hier hoch von ab der Driftbrücke zur Drifthütte ist mir zu groß, weil ich ja wieder zurückfahre. Ne? Anton Brot. Gegen Mittag kommen dann schon viele Leute hoch da. Okay. So, jetzt planen wir einfach ein bisschen um. Ich fahre mit der Bahn runter, fahre nach Kandersteg und dann versuche ich, den Jürgen dort zu treffen. Wenn nicht, fahre ich noch auf die große Scheidig, um wegen Fliegerschießen mal die Strecke auskundschaften. Hallo.